komme denen der Kirche, also auch eine Möglichkeit, ausgediente Gotteshäuser umzufunktionieren. Das ist ein großes Thema im Moment. Den Gemeinden laufen die Gläubigen weg und die Kirchen können nicht mehr gehalten werden. Doch es ist ein schwerer Schritt, eine Kirche zu schließen oder gar abzureißen. Kein Wunder also, dass die katholische Kirchengemeinde in Bad Laas für Feudingen so lange mit sich gerungen hat. Am Ende stand die schwere Entscheidung, die marode Kirche nicht zu renovieren, sondern komplett abzureißen. Vom Kirchenschiff der St. Michael-Kirche in Feudingen war gestern schon nichts mehr zu sehen. Nur der rund 15 Meter hohe Kirchturm ragte noch in den Wittgensteiner Himmel. Zunächst galt es, die drei Glocken der Kirche zu bergen. Dazu hatte man das Dach des Glockenstuhls geöffnet. Für Kranfahrer Helmut Nölling war das Herausheben der Glocken zwar Neuland, der Auftrag an sich aber Routine. Das machen wir über Funk und haben zusätzlich noch mal einen Mann in der Mitte, falls der Funk durch irgendwas gestört wird. Und dann geht das eigentlich recht gut. Das geht auf einen Zentimeter genau. Schon mal gemacht? Glocken aus dem Turm gehoben? Reingehoben haben wir schon welche. Raus noch nicht, weil das ist ja relativ selten. Alles läuft planmäßig. Nach einer knappen Stunde sind alle drei Glocken wohlbehalten auf dem Boden. Nachdem ein Großteil des Inventars für einen Kirchenneubau in Peru gestiftet und verschickt worden war, bleiben die drei Glocken in der unmittelbaren Nachbarschaft bzw. in Feudingen selber. Die Glocken kommen zu zwei Friedhöfen, eine in die Benfe und einen nach Laas vor Hütte. Und die dritte Glocke bleibt hier in Feudingen. Sie wird ins Museum, ins Heimatmuseum genommen. Dann prüft man die Statik des alten Glockenturms der Schule, um sie dann eventuell dort aufnehmen zu können. Jahrelang hatte man in Feudingen überlegt und mit sich gerungen, ob sich die Sanierung der Kirche lohne oder ob eine Umnutzung in Frage komme. Schweren Herzens hatte man sich dann aber aus Kostengründen für einen Abriss entschieden. Ich habe gedacht, nein, das kann ich nicht. Also es ist immer, ich fühle mich hier immer wie auf einer Beerdigung, obwohl ich weiß, es muss sein. Als dann der Greifarm des Abrissbaggers den Glockenstuhl einreißt, um den Turm Stück für Stück abzutragen, überschlagen sich buchstäblich die Ereignisse. Wieder erwarten, neigt sich der Turm bedrohlich nach vorne, wo der Bagger, Zuschauer und unsere Kamera stehen. Geistesgegenwärtig drückt der Baggerfahrer den ganzen Turm zurück und lässt ihn auf die Seite fallen. Nachbarin Marie-Louise Müller kommt mit dem Schrecken davon. Ich kann Ihnen sagen, ich hatte mal nur einen Stuhl dahingestellt und habe gedacht, dann kannst du es ja mal schön aus der nahen Ansicht haben. Aber das war ja wohl nichts. Hast du Schrecken gekriegt? Ja, na klar, ich bin ja ganz schnell aufgesprungen, sonst hätte ich es ja auch alle abgekriegt. Ne? Gott sei Dank ist nichts und niemandem etwas passiert. In Feudingen hatte wohl keiner geahnt, wie baufällig der Turm in Wirklichkeit war. Ein Arbeiter der Abrissfirma brachte es auf den Punkt. Noch ein Kyrill und die Glocken von St. Michael hätten im freien Fall geläutet.